Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Total verrückte Wörter näher zeigen. Das Buch hat 64 dünne Seiten, kostet 14,90 Euro und wird für 7- bis 16-Jährige empfohlen. Ja, in diesem Buch geht es um verschiedene Wörter aus der ganzen Welt, die unübersetzbar sind. Zum Beispiel das Wort Verschlimmbesserung, was so viel bedeutet wie eben, dass man versuchte, etwas zu verbessern und damit nur verschlimmert hat. Es gibt Wörter aus aller Welt und es wird sowohl beschrieben, woher es kommt, hier zum Beispiel aus dem Finnischen, was es bedeutet und auch ein wenig mehr zum Volk oder dem Lebensumstand, wie zum Beispiel das Wort Poronkusema, wenn ich das richtig ausspreche, was wohl ein Längenmaß der Finnen ist, welches aussagt, wie lange das Rentier noch laufen kann, bis es pinkeln muss. Das fanden meine Kinder höchst amüsant. Ich ehrlich gesagt auch. Man bekommt durch das Buch viel Allgemeinwissen vermittelt. Zum Beispiel bei Jugat, was bedeutet, aus wenig Neues zu schaffen. Denn 70% der Inder zum Beispiel verdienen weniger als 70 Euro im Monat und müssen einfach kreativ sein, um zu überleben. Und all das steht in diesem kleinen Text drunter, was wirklich ja, sehr interessant auch ist. Nakama zum Beispiel bedeutet Freunde, die wie eigene Familie sind. Hier wird die japanische Kultur zum Beispiel ein wenig erklärt. Ja, eins der interessantesten Dinge, die ich hier auch fand, war zum Beispiel auch das Wort Kachimushka, was aus dem Russischen kommt. Vielleicht auch, weil unsere Wurzeln aus dieser Region kommen und ich tatsächlich sehr überrascht war, dass auch dieses Wort enthält, fand ich sehr witzig. Ja, das Buch war mal etwas ganz anderes, was ich sonst so bisher gelesen habe. Uns hat es wirklich sehr amüsiert und viel Wissen vermittelt. Deshalb auf jeden Fall eine Empfehlung für alle Wissensdurstigen für das etwas andere Wissen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!